Doom 3 auf der Oculus Quest. Ich grüße euch, ihr schaut mehrmals, ich bin Sascha und heute schaue ich mir Doom 3 auf der Oculus Quest an. Ihr habt richtig gehört, das Team rund um Dr. Beef hat einen Mod gebastelt, den ihr auf SideQuest findet und dann könnt ihr den Klassiker jetzt in VR genießen. Den Mod, wie gesagt, findet ihr auf SideQuest, auch eine Installationsanleitung für das Ding, das ist alles total easy. Sollten da aber noch Fragen auftreten, nutzt gerne die Kommentarfunktion und ich helfe euch gerne weiter. Ihr benötigt dafür das originale Doom 3, nicht die BFG-Version, die funktioniert nicht. Und das originale Doom 3 findet ihr derzeit auf Steam für 4,99 €. Dort habe ich es mir auch gekauft und das funktioniert wunderbar. Bevor ich jetzt auf den Mars gehe und mir die Welt von Doom 3 in VR anschaue, möchte ich euch noch kurz daran erinnern, wenn ihr noch kein Abo bei mir abgeschlossen habt, dann macht es jetzt, dann verpasst ihr nichts mehr und ihr seid immer auf dem Laufenden. Jetzt die Knarren genommen, die Taschenlampe genommen und dann machen wir den Mars ein bisschen unsicher in Doom 3. Viel Spaß! So, jetzt bin ich in Doom 3, welches man noch vom PC kennt, von 2004. Es hat jetzt fast 20 Jahre gebraucht, damit es dann auch mal in VR erscheint. Vielen Dank an Dr. Beef und sein Team und ich schaue natürlich für euch rein. Ja, wir haben hier so eine klassische Maussteuerung vom PC, ne, mit dem Touch-Controller. Ich habe Options, VR-Options, Mods, Updates, Credits, Exit. Multiplayer geht meiner Meinung nach noch nicht, meine ich. Das wird später noch gepatcht oder kommt noch rein. Und ich schaue erstmal in die normalen Optionen rein. Da ist nix. Okay. Dann gucken wir mal in die VR-Optionen. Okay. General. Laser Sight, Red Dot. Dominante Hand ist rechts. Das bleibt so. Shake lasse ich dran. Body Mode. Full Body lasse ich natürlich an. Flashlight Mode. Hand. Turn Mode. Machen wir Smooth Turn, ganz klar. Switch Sticks mache ich einfach mal nein. Cinematics Immersive, Walk Speed. Lassen wir alles mal so. So, dann haben wir noch Performance. Show Frames per Second, das sieht natürlich aus. Super Sampling in MSRA. Ich lasse das erstmal alles so, wie das hier so eingestellt ist. Das wird wohl schon passen. Es soll die Quest auch ganz schön ans Limit bringen. So. Das lassen wir auch alles so. Ja, ich will jetzt hier gar nicht so viel drin rumspielen. Ich würde sagen, wir machen New Game und ab dafür. Ich bin echt gespannt. So, ich spiele mal auf. Ja, komm, wir machen erstmal einfach. So zum Warmwerden, ne? So, er lädt. Und das geht eigentlich relativ zügig, oder? Kann man nicht meckern. Na gut. Jetzt hängt er ein bisschen. Ich bin wirklich gespannt jetzt auf das Ding. Ich muss gestehen, ich habe es in Flat nie so wirklich gespielt. Okay, die Cinematics sind. Ja, so ein halbrundes Kino. The Union Aerospace Corporation is the largest corporate entity in existence. Originally focused on weapon and defense contracts, new ventures have expanded into biological research, space exploration, and other scientific endeavors. With unlimited funds and the ability to engage in research outside of moral and legal obligations, the UAC controls the most advanced technology ever conceived. Okay, kurzes Intro, hoffe ich. Weil ich will ja nicht loslegen, Leute. So, jetzt bin ich hier in dem Spiel. Das sieht richtig cool aus. Also hier dieser Monitor vor mir, der ist knackscharf. Das hier ist verwaschen. Ich glaube, das bin ich, ne? Bisschen steiler Typ. Okay, ich kann mich auch schon drehen, wenn ich möchte. Oder auch nicht. Okay, ich glaube, das gehört noch so zum Intro, ne? Ich habe auch noch keine Hand und nix. Okay. Das sind tatsächlich die Zwischensequenzen. Okay, das lief flüssig an mir vorbei, dieses Raumschiff. Okay, ich bin mitten in der Luft. Oh, jetzt ist mir gerade ein bisschen komisch. Aber das sieht optisch schon richtig cool aus. Das ist jetzt ein bisschen sehr verwaschen, dieses Raumschiff, muss ich gestehen. Okay, der dockt jetzt an, ne? Genau. Okay, man sieht den Figuren so ein bisschen das Alter an. Er ist jetzt durch mich durchgelaufen.
Okay, jetzt bin ich hier in so einem Container. Okay, das bin wohl ich. Also es variiert so ein bisschen von der grafischen Qualität. Ne? Es sind ein paar Sachen, die sind total verwaschen. Andere Sachen sehen richtig cool aus. So, das sind meine Hände. Bisschen schlabbelig. Da ist mein Leben, 100. Null Schild. Und ich kann es nicht so ganz toll... Also wenn ich so ein bisschen den Kopf bewege, dann ist das Rechte so ein bisschen weg. So, das Geländer hier, das sieht knackscharf aus. Das sieht gut aus. Smooth Turn, total flüssig. Und Laufen auch flüssig. Kann ich abstürzen? Ich habe auch einen Body. Das ist schon cool. Ich gucke mal, ob ich abstürzen kann, Leute. Ich kann abstürzen. Okay, das geht. Ich wollte es mal ausprobieren. Wir schauen mal, wo der mich jetzt wieder reinsetzt, wenn der jetzt neu lädt. Außer gar nicht. Jetzt passiert nichts. Ich habe wieder Quatsch gemacht, ne? Okay, nein. Restart. Okay, also die Maus ist so ein bisschen hier am Zuppeln, ne? Seht ihr? Also... Das ist noch nicht so ganz optimal. Ich treffe das Restart nicht. So, er lädt. Das geht diesmal schneller. Boah, das Ganze nochmal von vorne. Ich guck mal, ob ich das wegdrücken kann. Ich kann es nicht wegdrücken, Leute. Jetzt habe ich wieder Mist gemacht, ne? Okay. Dann können wir noch mal ein bisschen rumgucken. Okay, ein bisschen starr der Typ da, ne? Okay, jetzt ist er weg. Ja gut, das haben wir jetzt gerade schon mal gehabt. Ihr wisst, ich schneide nicht. Wenn sowas passiert, dann passiert es. Und ihr könnt ja skippen, ne? Ich kann nicht skippen. Ich muss da durch. Ich weiß gar nicht, wo ich stehe. Warum ich so schief bin, weiß ich nicht. Ach so, damit ich besser das Raumschiff sehe. Okay. War das gerade auch schon alles so? Aber es sieht wirklich cool aus, auf jeden Fall. Komm, jetzt will ich aber jetzt hier weiterspielen. Ich kann mich sogar ein bisschen mit den Touch-Controllern hier bewegen, seht ihr das? Aber ich kann es nicht wegdrücken. Das geht nicht. Ja komm, jetzt will ich zocken. Ich habe schon wieder scheiße angefangen, nur weil ich hier einmal abgestürzt bin. Absichtlich, wie gesagt, Leute. So, da bin ich nochmal. Und jetzt stürze ich natürlich nicht ab. So, jetzt spielen wir vernünftig weiter. Und dann schauen wir mal. Aber es sieht wirklich fantastisch aus für ein mobiles Headset, muss ich sagen. So, wieso bin ich jetzt so klein? Achso, ich habe bestimmt Crouch angemacht. Genau. Also, A ist Crouch, B ist Springen. Springen geht auch. Und dann, also das hier ist Tapete, ne? Das ist total plan. Sieht auch nicht super schön aus, aber es ist okay. Ja, also wie gesagt, diese Treppen, die sehen echt toll aus. Der Typ, der sieht auch cool aus, muss ich sagen. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon weiter. Okay, when you approach a character that may have something to say. Okay, die Tipps kann man gut lesen. Was ist denn mit ihm hier? Aber sie ist schon mega, Leute. Ich kann hier runtergehen. Einfach nur so zum Gucken. Nein, ich stürze nicht nochmal ab, Leute. Keine Sorge. Aber es ist schon geil. Ne? Ich bin in Doom 3. Also die haben hier echt mega Arbeit geleistet. Was haben wir denn da? Kann ich da was machen? Okay, guck mal. Ich kann da sogar drauf drücken. Details. Close. Ich lösche das einfach alles. Was? Aha, okay, ich habe Scheiße gemacht. Das durfte ich nicht. Okay, egal. Geh mal weiter. Okay. Guten Tag. Spiegel ich mich hier drin? Nein. Ja, guten Tag. So, nook. I'm gonna need you to step on one of those red squares on the floor for a bioscan. Ah. Ja, ja, mach mal. Okay, let me get this started. You're gonna need to hold still. Moving around only makes the test take longer. Okay. Er scannt mich, das ist mein Gehirn. Alright, bioscan looks good. You're cleared for entry. Das ist aber nett von dir. Leute!
Tim, ich lass mich so einen Scheiß hier erschrecken. Boah, der sieht gut aus, ne? Okay. Aber ich kann mich ja bücken, okay. Der sieht wirklich cool aus. So, und es läuft wirklich total flüssig. Also, das Drehen ist noch so ein bisschen komisch, aber ansonsten. Gut, hier ist auch alles matschig, ne? Ich kann noch nichts machen. Kann ich das aufheben? Das geht auch nicht. Also, ich kann nichts aufheben. Hier kann ich was runterladen. Was denn? Leider nicht. Was haben wir da? Okay. Ja, also wie gesagt, optisch variiert es wirklich sehr stark. Ne? Also. So, es gibt wieder eine Zwischensequenz. Aber es ist schon echt mega, Leute, ganz ehrlich. Und das Ganze für 4,99 €? Das ist wieder gestochen scharf hier gewesen, dieser Bildschirm da. Okay, Sergeant Kelly has requested your immediate attention. Head directly to Marine Command. It's just that way. Follow the signs. Okay, jetzt habe ich mein PDA. Okay, das fühlt sich ein bisschen komisch an. Current Mission Objectives. Das kann ich super toll lesen. Das ist wirklich gestochen scharf. Das sieht sehr gut aus. Wie kann ich das wegmachen? User E-Mail. Da kann man auch drauf drücken. Okay. Leider alles in Englisch. Video Discs. Select the video file. Play. Mach mal. Welcome to Mars Marine. Okay, tut sich sogar was. Aber das ist echt gestochen scharf, Leute. Auch das ist gestochen scharf, das sieht richtig gut aus. So, wie kann ich das Ding jetzt ausmachen? Okay, einfach X drücken. Und wenn ich nochmal X drücke, ist es wieder da. Aber das gefällt mir. Gut. Dann schauen wir mal. Hier. Kann man noch ein bisschen reingucken, ne? Also man mag jetzt hier wirklich rumgucken. Das ist einfach, weil man sich jetzt in einem Flat-Spiel befindet, was man echt mal vor knapp 20 Jahren gezockt hat. Und dann schaut man natürlich sich alles ein bisschen genauer an. Ich habe irgendwas mitgenommen. Downloading Video. Ich habe irgendein Video mitgenommen. Das kann ich mir natürlich jetzt anschauen, ne? Gucken wir mal. Videodiscs. Genau. Da war was. Ich war zu schnell. On behalf of the UAC, welcome to ja, welcome. This facility serves as the center. So, wieder weg das Ding. Das geht sehr gut von der Hand. Okay. Ja, ich werde es wahrscheinlich nie durchspielen, Leute, weil das ist nachher wirklich mega gruselig, das Ding. Aber allein durch diese Gänge jetzt hier zu laufen, das ist schon echt mega. Okay. Es kommt wieder eine Zwischensequenz. Oh, really? Do I need to remind you of the groundbreaking work that we're doing here? Der sieht aber nicht gut aus. No, but I've been authorized by the board to look at everything. The board authorized you? The board doesn't know the. Aber es ist cool erzählt, ne? Also die Zwischensequenzen. Something to make them more money, some product. Don't worry, they'll get their product. After how many accidents? Tell me, Dr. Betruger, why are so many workers spooked, complaining, requesting transfers off Mars? They simply can't handle life here. They're exhausted and overworked. If I had a larger, more competent staff and bigger budget, even these few accidents could have been avoided. I'm afraid you'll get nothing until my report is filed with the board. I will need full access, Dr. Betruger, Delta included. I won't have any difficulties doing that, will I? Only if you get lost, Swan. Just stay out of my way. Amazing things will happen here soon. You just wait. Let's go. Okay, ich habe nichts verstanden. So, weiter geht's. Da kann ich nicht hin. Aber wir gucken uns den Soldaten nochmal an.
Okay, die Waffe ist auch ein bisschen matschig, ne? Aber ansonsten, da spiegelt sich so ein bisschen was in seinen Helm, ne, oder? Er sieht nur so aus. Okay, wie Talk. Ne. Muss ich das anfassen, Talk? Ne. Achso, ich hab den Trigger gedrückt. Dann spricht er mit mir, okay. Muss ich hier rein? Achso, ich darf da nicht rein, okay. Also er ist hier rum. Hier ist eine Toilette. Ey! Excuse me. Ja, ja, alles gut. Okay, hier haben wir sogar einen Spiegel. Okay, ich laufe so ein bisschen komisch durch die Gegend, ne, wenn ich so die Touch-Controller in den Händen halte. Aber okay, die haben das echt cool hingekriegt mit den Armen, ne? Okay, da war gerade so ein bisschen grafischer Fehler, seht ihr das? Wenn ich so ein bisschen schnell bewege, dann hakt es ein bisschen, aber okay. Ansonsten, Toiletten halt, ne? Wollt ihr gar nicht sehen, ne? Weiß ich. Okay, weiter geht's. Okay, hier geht's auch weiter und hier geht's auch weiter. Ich guck erst mal hier, hier ist die Cafeteria. Da kann man spielen, guck mal, Leute. Okay, achso, ich muss das hier nur so mit dem Trigger. Ach, das ist der alte Doom, ne? Okay. Ist ja lustig. Gut. Aber sonst kann ich nichts machen, ne? Ne. Die sitzen hier nur rum. Okay, wir haben sogar einen Fernseher. Das ist schon alles cool, Leute. Also man vergisst auch irgendwann hier diese, ja, ich sag mal, ein bisschen schwammige Optik, ne? Weil die Atmosphäre, die stimmt einfach. Da ist grün, da ist rot. Der ist auch am Arbeiten. Also bis jetzt ist alles hier noch völlig in Ordnung. Okay. Ja, ist ja gut. Dann machen wir das. Deswegen was am Testen. Okay, hier ist sogar richtig. Okay, dicke Knarre. Report to Marine. Komm mal, ich habe irgendwas richtig gemacht. Here's the situation. Ja, mach mal. Remember, the science team's gone missing. Since you're the ranking FNG, you get to find him. I want you to check out the old decommissioned comm facility. We heard you might be heading that way. The only way there is through the service passage under Mars City. I programmed this sentry to guide you to the maintenance elevator. I hope you follow the sentry better than you followed orders so far. There's a gear at the security checkpoint at the bottom of the elevator. When you find him, just bring him back. Naja, ich bringe dir alles zurück. Alles gut. Now move out. Move out. Okay. Okay. Da glaube ich, muss ich gleich rein in das Ding, ne? Irgendwie sowas. Naja, ich darf wieder alles allein hier die Welt retten. Okay. Jetzt ruckelt es gerade ein Büschel. Jetzt hier, wo der Kollege da vor mir herläuft. Muss ich dem folgen? Ich folge dir aber nicht, geh mal hierher. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich laufe einfach mal. Was machen sie denn mit dem? Okay, das sind diese Monster, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist gar keine Tür. Also ihr seht, mit dem Smooth, das ist noch so ein bisschen... Es geht nicht so ganz butterweich, ne? Also es ist zwar smooth dann, aber man macht es trotzdem irgendwie so ein bisschen, ja, so schrittweise, ne, so komisch. Aber das kann man ja auch einstellen, ne, wie sensibel das sein soll. Ja, lauf du mal. Ja, lauf mal, lauf mal. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier war ich doch schon, hier war doch die Cafeteria, ne, Kitchen, genau. Da war die Toilette, ich folge dir einfach mal. Du willst schon wissen, wo ich hin muss.
Da nicht? Okay. Warum schicken sie dich denn nicht dahin? Okay. Ich dachte, der macht mir das jetzt auf. Wo bringst du denn mich hin? Was ist denn das? Listen to Adam's Bench Audio Log, which was downloaded to your PDA when you picked it up to open this cabinet. Adam Bench's Audio Log, okay. Adam Bench's Audio Log. Hallo? Ach da. Play. This is the audio log of maintenance technician Adam Bernaysh, dated November 10th, 2145. I fixed the couplings on the heat shields this morning with no problems. I did, however, have another odd experience while I was down there. Shortly after finishing the first coupling adjustment, I distinctly heard whispering. When I went to investigate the sounds, I found nothing. Checked the work logs, and I was the only person scheduled to be in that area today. That experience, coupled with the stories I've heard from some guys over in the Delta Labs, has me pretty freaked out. I'm really beginning to hate going down to the underground maintenance. Ja, sag schon. The people down there are a bit off, mumbling, weird looks. The whole place is just plain creepy. I'm always expecting someone to jump out at me. I've secured my tools and the busted modulator in the storage cabinet next to the maintenance elevator. Technicians should use cabinet code 396 to access them. 396? Okay, 396, ne, irgendwie sowas. 396, okay. Was ist das denn? Okay. Jetzt habe ich das hier geöffnet, jetzt habe ich ein bisschen Munition bekommen. Okay, keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Okay, jetzt geht's woanders hin. Jetzt wird geladen. Jetzt geht's nach Mars City. Ich gehe mal davon aus, jetzt geht's gleich langsam los. Dann werde ich wahrscheinlich auch gleich schon wieder aufhören. Ja, es ist nicht meins, wenn das gleich so spuckig wird, ganz ehrlich, Leute. Außerdem wollte ich eigentlich auch noch mal kurz reinschauen, ob sich das überhaupt lohnt, die 5 Euro in die Hand zu nehmen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Okay, hier ist noch einer. Ich bin noch nicht ganz allein. Hier, gib mal die Dinger da. I need you to grab some armor and secure your pistol before I can pass you through security. Okay, grab your gear. Now, okay, das ist die Waffe. Let me do a radio test. Wie geht denn die an? MarsSec radio check. Excellent. Good signal. Okay. Looks like you've been assigned to the okay, ich muss den Touch Controller drücken. Follow the main passage through the underground okay. And straight out. You'll have a quick evac. And what better way to see the Martian surface than to run across? Muss man gar nicht nachladen? Ich weiß das gar nicht. Okay, you're all set. Mach das hier auch mal auf. Ich will die dicken Knarren haben. Civilians are working down here. Don't get excited and shoot any. Ich erschieße alles. Wie lade ich denn nach, außer gar nicht? Ganz ehrlich, ich will da gar nicht rein, ne? Guck mal den Kran hier und so. Lass es nicht fallen. Geht das irgendwie hier auf Power oder so? Ist jemand aus? Also hat die Batterie? Ich sehe nichts. Naja, ich gehe einfach mal weiter. Also ich habe sogar so ein Ziel, Laserpunkt hier, ne? Rote Fässer kann man abschießen. Komm, wir machen das mal. Wuff. Funktioniert. Ich möchte gar nicht runter, Leute. Hey, you're looking for the scientist, right? I'm not sure you want to find him. You see, never mind. Wo willst du hin? Okay.
Oh, hier möchte ich gar nicht hin, Leute. Jetzt wird es echt ein bisschen gruselig langsam. Ein bisschen die Lampe anmachen. Also hier sagt er mir jetzt nicht, wie ich es aufbekomme. Ach, da ist ein PDA. Okay, wahrscheinlich, wenn ich mir das jetzt wieder anhöre, kriege ich wieder eine Nummer, ne? Okay, machen wir mal. This is Grant Bastin, your Environmental Services Supervisor. Ja, laber nicht so viel über die Nummer. October 19th. I've been hearing an alarming number of reports on some unexplainable things. Being on another planet and working underground has always been a little spooky. Mach. So we always have the occasional report of strange things. Also ich kann nicht laufen, wenn ich das hier so habe, dieses PDA. The number of these reports are up by a lot. People are truly frightened. The rumors we're hearing about experiments from the Delta Complex are not helping. The power fluctuations aren't helping at all either. Having the lights flicker constantly and losing power. Sag mir doch die Nummer, Kollege, komm. I'm doing my best to keep people on track, but we're continually short-handed. Someone's reporting in sick almost every day. Mach fertig. My director apprised of the situation and will continue to log reports as I get them. Das war's? Was mit der Nummer? Ach du Vogel. Keine Nummer? Gut, dann weiß ich nicht, dann machen wir weiter. Boah, Leute. Das ist von Half-Life, ne? Dieses Piep-Piep. Okay. Wie, darf ich da jetzt nicht raus? Was soll das denn? Jeez! Do you make a habit of sneaking up on people? Everyone's already on edge down here with all the strange things that have been going on. Okay. Dann gehen wir hier. Ich mach alles kaputt. Muss das sein? Aber ist von der Atmosphäre, ist das ja jetzt schon Knaller, ne? Ja, Hauptsache einmal erschrecken oder was? Okay, hier ruckelt es jetzt ein bisschen arg. Jetzt geht's wieder. Hey, you're that new guy you did for the old comm center, right? You better hustle up, pal. This passage doesn't go all the way there. You'll have a quick walk outside to the center's airlock. Hey, don't sweat it. Your suit's got plenty of oxygen. Ja, mach du mal. Was denn? Mach auf das Ding. Okay. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Okay, jetzt bin ich draußen, Leute. Ja, mach mal auf das Ding hier. Okay. So. Ja, Leute, jetzt bin ich hier in diesem komischen Gruselding. Und, okay. Ja, Leute, jetzt stehe ich hier im Aufzug und hier mache ich erstmal Schluss. Also ich bin echt begeistert. Für 4,99 macht ihr da gar nichts falsch. Atmosphäre ist super, ne? Auch mit der Taschenlampe und so, alles mega. Und ich schaue mal, vielleicht spiele ich es doch weiter. Ich weiß es noch nicht, aber ich hoffe, für den ersten Eindruck reicht das erstmal für euch. Gut, ich sage natürlich dann noch was dazu im Fazit. Bleibt schön dran. Ich sage erstmal, wow, da bin ich wieder. Mega Erlebnis, Leute. Klar, es war jetzt ein bisschen gemeint von mir, dass ich jetzt in diesem Aufzug aufgehört habe, jetzt wo das Spiel eigentlich beginnt, ne, so ein bisschen creepy zu werden. Mal schauen, vielleicht hänge ich noch mal irgendwann so eine halbe Stunde hinten dran, schaue mir mal das erste so an. Aber es ist wirklich nicht meine Welt, muss ich gestehen. Ich kenne es noch von Flat, da war es schon gruselig. Und das Ganze jetzt noch mal in VR wird das Ganze noch mal verstärken. Also das kann ich mir schon sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Was ich jetzt am Anfang gesehen habe, das war schon echt Hammer. Das war mega, man fühlt sich wirklich total
total zurückversetzt wieder, als würde man in so einen Röhren-PC reinspringen, ja, und kann jetzt selber das Spiel erleben. Die Zwischensequenzen richtig toll gemacht mit diesen verschiedenen Perspektiven, man steht da mittendrin. Also das Spiel ist eigentlich uralt. Viele Spiele haben damit zu kämpfen, wie man Zwischensequenzen in VR erzählen kann. Hier wird es wunderbar gezeigt, wie es funktioniert. Nicht jede Position war optimal, aber es hat funktioniert, es war toll. Die grafische Qualität, die schwankt ein bisschen. Ne? Es waren so ein paar Texturen, die waren richtig matschig, das sah nach gar nichts aus. Andere Sachen waren knackscharf, wie dieses PDA zum Beispiel, ne? Richtig toll gemacht. Es variiert so ein bisschen. Aber ich habe 4,99 dafür ausgegeben. Das ist kein Geld, das ist mega. Also ich habe bis jetzt noch nichts Größeres und Besseres auf der Oculus Quest gesehen. Ganz ehrlich, es läuft total flüssig, smooth. Es waren so zwei, drei Passagen, da hat es mal ein bisschen geruckelt. Aber da kann ich völlig mitleben. Ja. Das Ding geht um die 12 Stunden, ist für Grusel-Junkies natürlich ein richtigen, ja, ein Geheimtipp, sage ich jetzt mal. Ja. War es damals schon auf PC und das wird in VR jetzt sowas von verstärkt. Ich glaube, da werden viele ihren Spaß haben. Gut, ich habe alles gegeben, auch wenn ich noch keine Creepy Zombies getötet habe, ja, oder gesplattert habe, würde ich mich natürlich trotzdem über ein Däumchen freuen. Ich habe ziemlich schnell für euch reingeguckt und wie gesagt, vielleicht hänge ich noch mal ein bisschen hinten dran. Schreibt das gerne in den Kommentaren, ob ihr das gerne möchtet. Wahrscheinlich möchtet ihr das, ja, ich kenne euch ja, ob ich das so ein bisschen weiterspielen soll. Ja, ansonsten, wer noch kein Abo hat, darf natürlich gerne meinen Kanal abonnieren, würde ich mich riesig freuen. Ich schaue immer in alles sehr schnell rein, das wisst ihr. Und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und zum Schluss natürlich meinen Discord-Server nicht vergessen, mit derzeit fast 170 Leuten. Stoßt gerne dazu. Ich glaube, Doom 3 ist dort auch eine gute Diskussionsplattform. Da werdet ihr viele Leute finden, die das wahrscheinlich auch spielen werden möchten. Und da könnt ihr euch austauschen. Dann sage ich nochmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Sascha. Haut rein, Leute. Ciao.